Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch den momentan einzigen K-Duplication Glitch zeigen. Ja, Rockstar war ja wieder fleißig im Patchen in letzter Zeit. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht auf jeden Fall die Hilfe von einem Freund. Ja, dafür braucht ihr aber kein persönliches Kennzeichen, denn das heißt, ihr macht immer saubere Kopien. Ebenso benötigt ihr noch eine Arena-Werkstatt. In der Arena-Werkstatt muss sich dann das Auto befinden, was ihr duplizieren wollt. Einfach ein Winnie Easy komplett aufgetunt. Dann noch ein Elegy oder so viele Elegies in irgendwelchen Garagen, so viele Kopien, wie ihr euch erstellen wollt. Ebenso braucht ihr noch einen Nachtclub, entweder mit der Terrorbyte-Garage und einem Terrorbyte drin oder irgendein anderes Spezialauto, das heißt Speedo Custom oder so, das ist ganz egal. Und dann würde ich sagen, dann lasst auch schon direkt losstarten. Fordert euch einfach mal irgendein Auto an. Welches Auto, das ist völlig egal, das Auto geht auch nicht verloren. Begibt euch dann mit eurem Freund zum Casino, steigt einmal in das Auto ein. Und lasst unseren Freund auch einmal ins Auto einsteigen. Und fahren dann mit unserem Freund in das Casino-Parkhaus. Ganz wichtig, ihr müsst in das Parkhaus reinfahren, nicht in die Penthouse-Garage. So, dort angekommen, steigt unser Freund einfach in unser Auto ein. Ich habe jetzt Fahrzeugzugang auf Beifahrer gestellt. Unser Freund bleibt jetzt einfach nur die ganze Zeit im Auto sitzen. Mehr muss der Freund auch nicht machen. Wir begeben uns dann jetzt zum Nachtclub, aber ganz wichtig, kein persönliches Fahrzeug benutzen. Ihr könnt jetzt entweder ein NPC-Fahrzeug benutzen, das Fahrzeug von eurem Freund, oder holt euch irgendeinen Helikopter oder könnt euch natürlich auch hin teleportieren. So, und dort angekommen gehen wir jetzt entweder in die Terrorbyte-Garage oder ihr geht einfach in das Untergeschoss 1. Dort angekommen, ja, steigen wir jetzt in irgendein Spezialfahrzeug ein, welches ist völlig egal, einfach einsteigen. Dann drücken wir Steuerkreuz nach rechts, dann werdet ihr jetzt merken, dass wir gefreezed sind, um da jetzt rauszukommen. Drücken wir jetzt einfach nur auf Options, dann auf Kreis und dann können wir jetzt wieder aussteigen. Ja, als nächstes begeben wir uns jetzt zur Arena. Ihr müsst euch aber jetzt teleportieren, denn ihr werdet jetzt feststellen, dass ihr nicht mehr aus dem Nachtclub rauskommt. Ja, wir suchen jetzt uns jetzt einfach einen Job raus in der Nähe von der Arena. Und treten jetzt einfach einem Anavac-Bot bei, für die PlayStation 4 Anavac 2 P4, für die PlayStation 5 Anavac 1 P5, aber ihr könnt auch irgendeinen anderen Anavac-Bot benutzen. Ich habe jetzt in meinem Fall hier Anavac 11 P5 benutzt. Die erste Meldung, die nehmen wir an, die zweite Meldung lehnen wir ab und schon sind wir vor unserer Arena. Ja, wie gesagt, wir begeben uns jetzt einmal zur Arena, wir gehen in die Werkstattebene. Wir geben uns jetzt zu diesem Auto, was wir uns duplizieren wollen, drücken dann Steuerkreuz nach rechts, um das Fahrzeug zu modifizieren. Dort angekommen, jetzt irgendwas Günstiges am Fahrzeug ändern. Haben wir das gemacht, dann können wir jetzt die Arena verlassen. Draußen angekommen, öffnen wir einmal das Interaktionsmenü, fordern uns schon mal unsere MOC an. Als nächstes rufen wir jetzt den Mechaniker an, bestellen uns jetzt das Auto, was wir nicht mehr benötigen, oder halt einen kostenlosen Elegy. Weil das Auto, was ihr euch jetzt anfordert, das geht verloren. So, haben wir uns das Auto angefordert, warten wir ungefähr so 3-4 Sekunden, dann sagen wir unserem Freund Bescheid, dass er aus dem Auto aussteigen kann. Und wenn unser Freund jetzt aussteigt, werdet ihr sehen, dass jetzt auch das Kennzeichen ändert. Und das heißt, ihr habt jetzt auch eine saubere Kopie. Um das Fahrzeug jetzt abzuspeichern, begeben wir uns jetzt einfach zur MOC, einfach hinten reinfahren. Und schon ist das Fahrzeug abgespeichert. Und ja, wenn ihr jetzt noch ein Fahrzeug in der MOC vorher drin stehen hattet, dann steht das Auto jetzt in der Garage, wo ihr den Elegy her angefordert habt. Und ja, Leute, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.